Was heute passieren wird, ist der Vortrag von Frau Landes zu dem deutschen Zeitungsportal Chancen und Herausforderungen der Zusammenführung digitalisierter historischer Zeitungsbestände. Zumindest diejenigen, die sicherlich schon oder die schon mal mit historischen Zeitungen gearbeitet haben, werden festgestellt haben, dass es super tolle Quellen sind, sehr spannende Quellen sind, sehr vielseitige Quellen sind und sehr komplexe und schwierige Quellen sind. Spätestens, wenn man danach sucht und damit arbeiten möchte. Ja, und entweder die sind gar nicht digitalisierend und dann müsste man die einzelnen Sachen dann über Mikrofilm oder sowas oder Mikrofisch durchgucken. Oder man sucht nach entsprechenden Zeitungsausgaben und muss sich durch sämtliche Bibliotheken, Archive wühlen oder die einzelnen Zwischenportale, die es schon gibt, bekommt das Ganze dann jedoch nur als PDF oder sagen als Bilddateien, wofür sozusagen für einige schon sozusagen der Aufnahmeprozess oder Bereitstellungsprozess zu Ende war, sodass man damit noch nicht so richtig arbeiten konnte. Und ein Tool oder ein Portal, ein Hilfsmittel, womit das ab jetzt möglich sein soll, und richtig gut möglich sein soll, das ist sozusagen schon mal die Vorschusslorbeeren, die es dann gibt, wird uns Frau Landes jetzt präsentieren. Ich mache mal meine Screensharing aus. Genau, also jetzt müssten Sie alle wieder meinen Bildschirm sehen. Ja, dann hallo nochmal zusammen in die Runde. Mein Name ist Lisa Landes, ich komme von der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und arbeite dort in der Abteilung Deutsche Digitale Bibliothek und bin seit Anfang 2019 jetzt zuständig für das Projekt Deutsches Zeitungsportal, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Ich habe erst einen Punkt über das Medium Zeitung als Quelle in den Geschichtswissenschaften. Dann stelle ich unser eigentliches Projekt vor, also den Projektstand, Projektziele, die Rahmenbedingungen. Gehe dann auf Herausforderungen ein, die sich beim Arbeiten mit dem Deutschen Zeitungsportal und generell mit digitalisierten historischen Zeitungen stellen und beende den Vortrag mit einem Ausblick auf die zweite Projektphase und insgesamt dauert es ungefähr 45 Minuten. Ja, damit komme ich dann auch direkt zum ersten Teil, die Zeitung als Quelle in den Geschichtswissenschaften. Die Zeitung hat sich entwickelt zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus Vorgängerformen wie dem Flugblatt und sie wird klassischerweise mit vier Eigenschaften definiert. Zeitungen müssen aktuell sein, sie müssen eine Periodizität aufweisen, also ein regelmäßiges Erscheinen, eine Publizität, also eine allgemeine Zugänglichkeit muss gegeben sein und schließlich zeichnet sie eine Universalität der Themen aus. Das heißt, wir haben ein Medium, das eine lange Geschichte hat und ein Medium, das eine sehr umfassende Thematik abbildet und daraus ergibt sich, was ja auch Herr Hildmann vorhin schon gesagt hat, dass die Zeitungen für die Geschichtsforschung ja eine schier unerschöpfliche Quelle sind. Man findet natürlich Texte zu den großen Ereignissen der Weltgeschichte, wie zu Kriegen oder Friedensschlüssen, aber auch darüber hinausgehend wird fast jedes Gebiet bedient. Es gibt feuilletonistische Texte, aber auch Artikel über lokale Ereignisse, später dann Sportberichterstattung, wissenschaftliche Artikel etc. Und neben reinen Fakten zur Ereignisgeschichte lässt sich aus den Texten natürlich auch ganz viel zur Mentalitätsgeschichte entnehmen. Zudem enthalten Zeitungen vor allem in der späteren Publikationsgeschichte neben den klassischen Artikeln dann auch Bilder, Karikaturen, Grafiken. Das alles ist natürlich für die Forschung ebenfalls sehr interessant. Es gibt dann auch sowas, was man auf den ersten Blick als Nebensächliches bezeichnen könnte, wie zum Beispiel Kleinanzeigen oder Werbung, die einen wirklich sehr direkten, einen sehr unmittelbaren Einblick in die Lebenswelten vergangener Generationen und ihre Diskurse geben und die manchmal sogar interessanter sind als die eigentlichen Artikel. Zumindest kenne ich das von mir, dass man dann so den Nebeneffekt hat, man hat gerade einen Scan aufgerufen auf seinem Bildschirm und liest sich dann so fest in den Kleinanzeigen, wenn man wissen will, ja, keine Ahnung, was hat das Mehl 1900 in Amsterdam gekostet. Ja, also per se extrem spannende Quellen. Das Problem bei Zeitungen, auch schon von Herrn Hildmann kurz gesagt, ist die Zugänglichkeit. Im Gegensatz zu Büchern sind Zeitungen ja eigentlich ein Wegwerfmedium. Das heißt, es wurde gekauft an einem Tag und dann weggeworfen und dann sollte am nächsten Tag oder in der folgenden Woche die nächste Ausgabe gekauft werden. Und viele wurden einfach nicht für aufbewahrungswürdig
befunden. Tatsächlich ist es oft nur dem Zensursystem zu verdanken, dass eine Ablieferung von Pflichtexemplaren verlangte, dass überhaupt was überliefert wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann übrigens eine Ablieferungspflicht von Zeitungen an die Nationalbibliotheken eingeführt. Das heißt, es gibt kaum historische Zeitungsbestände in den Nationalbibliotheken. Die Bestände, es gibt natürlich viele, die überliefert sind zum Glück, die sind sehr verteilt über vor allem Bibliotheken, aber auch Archive in Deutschland und nicht nur bezogen auf die einzelnen Zeitungstitel, sondern auch auf die Ausgaben einzelner Bestände. Also gerade vorgestern habe ich in einem Vortrag gehört, dass es wohl gängiger ist, dass eine Bibliothek eine Zeitung nicht komplett hat, sondern eben nur einzelne Ausgaben. Zum Glück gibt es aber seit knapp 50 Jahren ein wichtiges Recherchetool, das ja eine Funktion eines Nationalkatalogs übernimmt, die Zeitschriftendatenbank. Das ist eine Datenbank, die betreut wird von uns, von der Deutschen Nationalbibliothek und von der Staatsbibliothek zu Berlin. Und hier geben Bibliotheken und Archive aus Deutschland und aus Österreich selber ein, welche Zeitungen sie in ihren Beständen haben. Aktuell beteiligen sich daran ca. 4.200 Bibliotheken und Archive und dann kann man nach einer bestimmten Zeitung suchen. Also ich habe hier jetzt als Beispiel mal den Hamburgischen Korrespondenten genommen und man findet dann als Ergebnis eine Liste mit Bibliotheken, in denen man diese Zeitung im Lesesaal oder wenn man Glück hat, über einen Mikrofischleser durchsehen kann. Also hier auf der Folie sieht man dann diese Zeitung. Gibt es einmal in der SBB selber, es gibt sie in Dresden, in der SLUB, in der Freiburger UB, in Göttingen, in der SUB. Das würde noch weitergehen, ich habe da den Screenshot abgeschnitten. Und man hat zusätzliche Informationen, zum Beispiel welche Ausgaben, aus welchen Jahren es gibt. Hier gibt es es nur als Papierkopie, dann ist hier ein Bestand, der ist zwar vorhanden, aber der ist nicht benutzbar, weil beschädigt. Also alle solche Informationen findet man in der Zeitschriftendatenbank. Diese Zeitschriftendatenbank sagt den Nutzern also, wo welche Zeitungsausgaben zu finden sind. Sie bietet eine Suche nach Zeitungen, aber sie bietet keine Suche in Zeitungen. Und das ist ein umso größeres Problem, als Zeitungen in aller Regel nicht sehr tief erschlossen sind. Es gibt keine oder wenig Informationen in Bibliotheken und den Bibliothekskatalogen über in den Zeitungen enthaltene Artikel, über Autoren oder die Themen, die behandelt werden. Und auch das liegt einfach wieder an der großen Komplexität, denn anders als bei einem Buch, bei dem man ja Autor oder Autorin, Thema, Sachgebiet relativ schnell erschließen und im Katalog verzeichnen kann, ist es einfach unmöglich oder würde viel zu viel Man- und Woman-Power brauchen, das für jede Ausgabe einer Zeitung zu tun. Und da kommt dann die Digitalisierung ins Spiel. Denn das Bild, das ich bisher gezeichnet habe, bezieht sich auf die Situation der Forschung an und mit Zeitungen ja, bis gut zur Jahrtausendwende, sage ich mal. Und wie auf vielen Gebieten war auch für den Umgang mit historischen Zeitungen die Digitalisierung ein Gamechanger. Der erste große Schritt war eigentlich die Digitalisierung der Zeitungen, also das Scannen der Zeitungsseiten, in der Regel Packs oder PDF-Dokumente entstanden sind. Dadurch erspart man sich dann natürlich die Arbeit mit den Mikrofischlesern oder gar das mühsame händische Durchblättern. Und wenn die Bibliotheken, die Zeitung gescannt haben, die Zeitung dann auch veröffentlicht haben oder die Scans der Zeitung, konnte man über das Internet und von überall und jederzeit auch noch darauf zugreifen. Ein noch größerer Schritt für den Zugriff auf die Inhalte und damit auch für die Forschung ist die Texterkennung, OCR, Optical Character Recognition, bei der das zuerst gescannte Bild, die Bilddatei, die dabei entstanden ist, dann wieder zurückverwandelt wird in die eigentlichen Wörter und damit sind dann auch endlich die Texte der Zeitungen selber durchsuchbar über sogenannte Volltextsuchen. Man kann also zum Beispiel eine oder mehrere Ausgaben nach Bismarck durchsuchen. Man bekommt im Idealfall alle Stellen in der Zeitung angezeigt, in denen das Wort vorkommt. Und natürlich wird dann auch erst durch diese Art der Bereitstellung des Zugangs es möglich, Digital Humanities mit Methoden wie zum Beispiel Big Data Analysen zu betreiben. Auch bei OCR gibt es seit einigen Jahren entsprechende Arbeiten. Immer mehr Bibliotheken unterziehen ihre Zeitungen einer Volltexterstellung und stellen das dann online. Allerdings, und hier komme ich dann zum Deutschen Zeitungsportal,
sind diese Aktivitäten bezüglich Scannen und OCR-Erfassen der Zeitungen zu Beginn noch relativ unkoordiniert abgelaufen. Also jede Bibliothek hat ein bisschen salopp gesagt auf eigene Faust gescannt und OCR erfasst, mit teilweise unterschiedlichen Standards gearbeitet. Und vor allem liegen die Ergebnisse, die aus diesen Projekten dann entstanden sind, meistens nur bei den einzelnen Bibliotheken. Es gibt zumindest noch keine nationale Zusammenführung der Digitalisate und der Volltexte. Und um das zu ändern, wurde das Projekt eines nationalen Zeitungsportals ins Leben gerufen. Womit ich zu meinem zweiten Teil komme, das Projekt Deutsches Zeitungsportal. Was sind die Hintergründe, was sind die Rahmenbedingungen, was haben wir für Ziele und wo stehen wir momentan? Das Ziel des Projektes ist es, ein Portal aufzubauen und auch freizuschalten, in dem digitalisierte historische Zeitungen aus vielen Einrichtungen zusammengeführt werden und dessen Bestände dann über eine Volltextsuche zugänglich gemacht werden. Langfristig, ganz langfristig, sollen alle digitalisierten historischen Zeitungen aus deutschen Kulturerbeeinrichtungen zusammenfließen. Und darum ist unsere Projektvision: Das Deutsche Zeitungsportal ist die Quelle für Wissenschaftler und allgemein Interessierte aus aller Welt, die mit historischen Zeitungen aus Beständen deutscher Kultureinrichtungen arbeiten. Ja, jetzt zuerst noch ein paar Worte zur Vorgeschichte des Projekts. Wie gerade erläutert, sind Zeitungen extrem reichhaltige Quellen, die lange Zeit sehr schwer zugänglich waren. Mit der Digitalisierung beginnt sich das zu ändern, aber diese Bestrebungen waren zunächst noch recht unkoordiniert. Und um das zu vereinheitlichen und zu bündeln, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft schon 2013 ein Pilotprojekt aufgelegt, Digitalisierung historischer Zeitungen hieß es. Das wurde geleitet damals von der SLUB Dresden. Es hatte insgesamt 7 Teilprojekte und Ziel dieser Teilprojekte war es unter anderem, ja, verschiedene Verfahren der Digitalisierung zu erproben, Standards zu setzen, aber auch Infrastrukturfragen zu beleuchten. Es gab zum Beispiel auch ein Teilprojekt, das sich der Verbesserung des Katalogs der Zeitschriftendatenbank, die ich eben kurz gezeigt, gewidmet habe. Und aus den verschiedenen Projekten und ihren Ergebnissen wurde dann ein Masterplan erstellt für die systematische Zeitungsdigitalisierung in Deutschland und auch für eine neu einzurichtende Förderlinie der DFG. Der Masterplan ist Anfang 2016 erschienen. Es gab im Herbst 2017 eine revidierte Fassung. Und ja, der Masterplan ist ein sehr umfangreiches Dokument, das viele Empfehlungen und Standards für Digitalisierung von historischen Zeitungen enthält. Aber er hat sich, wie gesagt, auch mit Infrastrukturfragen beschäftigt und vor allem mit der Frage, wie denn die Ergebnisse der Digitalisierung von Zeitungen, die in verschiedenen Bibliotheken laufen, zusammengeführt werden können, und dann die folgende Empfehlung gegeben. Die Deutsche Digitale Bibliothek, DDB, sollte sobald als möglich ein nationales Zeitungsportal mit dem Zugang zu allen digitalisierten Zeitungen in Deutschland mit den in diesem Masterplan beschriebenen Features entwickeln. Eine Förderung ist dringlich, um die zahlreichen überregionalen, regionalen und lokalen Aktivitäten wissenschaftskonform nutzbar zu machen. Im Masterplan wird also nicht nur empfohlen, dass ein nationales Zeitungsportal aufgebaut werden soll, sondern es wird auch explizit betont, dass es von der Deutschen Digitalen Bibliothek entwickelt werden soll. Deshalb habe ich jetzt noch mal ein paar Worte und 2 Folien dazu, was die DDB eigentlich ist und welche Vorteile sie für die Entwicklung eines Zeitungsportals bietet. Die DDB ist ein Portal, das 2012 als Beta-Version, 2014 dann als Vollversion gelauncht wurde, das Zugang gibt zu digitalen Kulturobjekten. Das Besondere dabei ist, dass die DDB spartenübergreifend ist. Das heißt, es finden sich Gemälde, Fotografien, Akten, Bücher, Filme, Musik, alles, was man als Kulturerbe eben betrachten kann. Das bedeutet, dass Kulturerbeeinrichtungen aus ganz Deutschland sich beteiligen müssen. Was auch der Fall ist, aktuell arbeiten wir mit über 470 sogenannten Datenpartnern zusammen. Das heißt, das sind Archive, Bibliotheken, Museen, Denkmalpflegeeinrichtungen und so weiter, die ihre digitalisierten Objekte an die DDB liefern.
Insgesamt kommen wir auf momentan auf gut 35 Millionen Objekte, die wir so zusammengetragen haben. Und davon haben über 11 Millionen ein Digitalisat. Man kann die DDB auch als deutsches Pendant zu Europeana bezeichnen, dem europäischen Kulturerbeportal, das vielleicht auch hier bekannt ist. Zu Europeana haben wir außerdem eine Aggregatorbeziehung, das heißt, wir liefern Objekte an Europeana weiter. Getragen wird die DDB von einem Kompetenznetzwerk aus 14 Einrichtungen aus allen Kultursparten und neben diesen KNW-Mitgliedern gibt es dann noch das größere Netzwerk aller beteiligten Einrichtungen, das Kooperation und Erfahrungsaustausch der Einrichtungen untereinander fördert. Technischer Betreiber ist das FIZ Karlsruhe. Das als wirklich ganz kurze Vorstellung. Im Kern ist die DDB ein Projekt, eine Webseite zum Zusammenbringen und zum Zugänglichmachen von digitalisiertem Kulturgut aus unterschiedlichen Kulturerbeeinrichtungen. Und genau darum geht es auch beim nationalen Zeitungsportal, aber eben bezogen auf Zeitungen. Neben dieser grundsätzlichen Ähnlichkeit gibt es eine Reihe von weiteren Gründen, warum man das Zeitungsportal in der DDB aufbauen wollte. Wir können sowohl auf die Infrastruktur als auch auf die Organisationsstrukturen der DDB zurückgreifen. Außerdem, ganz wichtig immer, das Geld. Die DDB wurde erst auch als Projekt finanziert, ist aber 2018 finanziell verstetigt worden. Das heißt, es ist gesichert, dass das Zeitungsportal, wenn die DFG-Förderung ausläuft, dann weiterhin in diesem stabilen Rahmen betrieben wird. Es gibt außerdem schon in verschiedenen Förderzusammenhängen Verpflichtungen für Einrichtungen, die gefördert werden, die Ergebnisse ihrer Digitalisierungsprojekte an die DDB abzuliefern. Das wird genauso funktionieren im Zeitungsportal. Also auch hier gibt es bestehende Prozesse. Viele Einrichtungen, viele unserer Datenpartner, beziehungsweise alle Datenpartner mussten einen Kooperationsvertrag mit der DDB unterschreiben, der dann auch wiederum für die Lieferung von Daten ans Zeitungsportal genutzt werden kann. Last but not least sind zwei der DDB-KNW-Partner, nämlich die Staatsbibliothek Berlin und wir selber, die Nationalbibliothek, wie gesagt, für die Zeitschriftendatenbanken zuständig, die für uns ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist. Und ja, da gibt es dann einfach personelle Überlappungen und kurze Wege bei den Projekten. Wir hatten also diese Empfehlung aus dem Masterplan, es soll ein nationales Zeitungsportal aufgebaut werden und bitte im Rahmen der DDB. Und vier Partner aus dem DDB-Kompetenznetzwerk haben sich dieser Empfehlung dann angenommen und einen entsprechenden Antrag an die DFG gestellt, der 2018 bewilligt wurde. Seit Anfang 2019 arbeitet unser Projektteam, das aus Kollegen aus der Nationalbibliothek, der Staatsbibliothek zu Berlin, der SLUB Dresden und dem FIZ Karlsruhe wieder als technischen Betreiber besteht, am Aufbau dieses nationalen Zeitungsportals. Unsere aktuelle Förderung, also in der ersten Projektphase, beträgt knapp 900.000 Euro. Sie läuft Ende des Jahres aus. Das Projekt war allerdings von Anfang an für zwei Projektphasen ausgelegt. Und wir haben Anfang des Jahres einen Folgeantrag an die DFG gestellt, der momentan noch in der Begutachtung ist. Und wir bekommen hoffentlich zwei weitere Jahre bewilligt. Und was dazu dann geplant ist, dazu sage ich in meinem letzten Punkt noch mehr. Genau, jetzt aber zuerst zur ersten Projektphase, in der wir ja aktuell noch sind. Wir haben als Ziel die öffentliche Freischaltung des Zeitungsportals mit den Beständen von mindestens 6 Bibliotheken. Das werden sein wieder die Staatsbibliothek zu Berlin und die SLUB Dresden, die ja auch Projektpartner sind. Zudem kommen Bestände aus der UB Hamburg, der UB Halle, der Badischen Landesbibliothek und der UB Oldenburg dazu. Zuletzt hatte ich in unserem Testsystem über 283.000 Zeitungsausgaben gesehen, die sich auf ca. 180 unterschiedliche Zeitungen verteilen. Das Zeitungsportal soll in dieser ersten Ausbaustufe 4 Kernfunktionalitäten bieten. Diese Kernfunktionalitäten wurden im Rahmen des DFG-Pilotprojektes, das ich vorhin erwähnt habe, festgelegt bei einem Workshop mit Wissenschaftlern im Herbst 2014. Und konkret sind die Kernfunktionalitäten auf der Folie aufgeführt. Also es geht
um die übergreifende Volltextsuche in den digitalisierten Zeitungsbeständen. Die Nutzer sollen zudem zugreifen können über Einstiegspunkte wie Titel, Ort und Jahr einer Zeitung. Es wird einen integrierten Viewer geben mit den inzwischen üblichen Funktionalitäten, aber eben ins Zeitungsportal integriert. Das heißt, man wird dann nicht weitergeleitet auf andere Websites. Und schließlich ein Mechanismus zur persistenten Referenzierung, damit dann die gefundenen Ausgaben auch stabil in den Quellenverzeichnissen referenziert werden können. Das ist die Theorie oder das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt zeige ich, wie das konkret aussehen wird. Das ist die Startseite. So oder sehr ähnlich wird sie aussehen. Man hat hier in der Mitte zentral den Schlitz zur Volltextsuche, also zur Suche in den Artikeln der Zeitungen selber. Direkt darunter sind dann die eben erwähnten browsenden Möglichkeiten. Also hier kann man Zeitungen über Titel auswählen, über Ort oder über das Erscheinungsdatum. Und wenn man in der Volltextsuche jetzt zum Beispiel ein Stichwort eingibt, Bismarck, werden also alle Zeitungen im Zeitungsportal, die über Volltexte verfügen, komplett durchsucht, alle Artikel abgegrast, ob irgendwo Bismarck vorkommt. Und wenn man die Suche auslöst, bekommt man als Ergebnis der Suche eine Liste mit Zeitungsausgaben, in denen der gesuchte Begriff vorkommt. Man hat hier Titel und Datum der entsprechenden Ausgabe. Es gibt einen kleinen Textabschnitt, der einmal den hervorgehobenen Treffer zeigt und dann auch noch ein bisschen Kontext drumherum, sodass man also hier schon erkennen kann, in welchem Kontext der Begriff in diesem Artikel oder in dieser Ausgabe vorkommt. Hier auf der linken Seite gibt es Möglichkeiten, die Suchergebnisse weiter zu filtern. Also hier kann man den Zeitraum einschränken. Man kann sich eine Zeitung aussuchen, auf einen Verbreitungsort eingrenzen oder auch zum Beispiel einen Datengeber sich auswählen. Und wenn man sich dann entweder nachfiltern oder direkt für eine Ausgabe entschieden hat, dann klickt man das entsprechende Thumbnail an und kommt dann in die Viewer-Ansicht. Also in diesem Fall habe ich jetzt eine Ausgabe der Badischen Presse vom 1. April 1915. Der Viewer bietet Funktionalitäten wie eine Überblicksdarstellung für Zeitungen und Einzelseiten, einen stufenlosen Zoom, Treffer-Highlighting und wahrscheinlich das Wichtigste, die Darstellung des Volltextes parallel zum Image. Der Volltext ist hier in der linken Navigation, wo er dann auch an- und ausgeschaltet werden kann. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, ihn sich als Pop-up zu öffnen. Das sieht dann so aus. Das heißt, er poppt über dem Image auf. Und man hat hier über den Regler dann auch noch die Möglichkeit, den Volltext stufenlos größer oder kleiner zu machen. In der Viewer-Ansicht gibt es auch einen Teilen-Button, über den können dann die Ausgaben in die sozialen Netzwerke weitergeleitet werden. Hier hat man dann auch den stabilen Link, den man sich kopieren kann für die Nachweise in den Quellenverzeichnissen. Und man kann Einzelseiten oder ganze Ausgaben als PDFs herunterladen. Für Forschungsszenarien, die sich nicht mit Closed Reading, sondern mit Distant Reading-Ansätzen beschäftigen, können die Nutzer sich die Inhalte des Zeitungsportals auch über eine API herunterladen. Das ist eine Schnittstelle, die im Prinzip für alle offen ist. Man muss sich einmal registrieren und bekommt dann einen sogenannten API-Key und kann danach dann aber frei auf die Daten zugreifen. Und über die API ist es dann zum Beispiel möglich, sich Links zu allen Bildern, die zu einem Objekt gehören, in dem Fall also zu allen Seiten einer Zeitungsausgabe und zu den zugehörigen Volltexten herunterzuladen. Ja, bis hierhin zur Projektbeschreibung und zu Funktionalitäten des Zeitungsportals. Ich komme damit zum dritten Teil, zu den Herausforderungen, von denen wir noch stehen. Und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich zwar ganz konkret den Fall des Zeitungsportals, aber viel von dem, was ich gleich erzähle, betrifft im Prinzip das ganze Feld der Zeitungsdigitalisierung und damit auch die Forschung an und mit Zeitungen.
Das Portal wird voraussichtlich im März 2021 gelauncht. Das heißt, es sind noch 4 Monate, bis die geschilderten Inhalte und Funktionen allen Forschern und Forscherinnen zur Verfügung stehen. Aber ist dann alles gut? Kommt dann die Geschichte der Zeitungsdigitalisierung an ein Happy End? Und wenn ich schon so frage, dann ist das natürlich leider nicht so, denn es gibt noch eine Reihe von Einschränkungen, von Schwierigkeiten beim Einsatz des Deutschen Zeitungsportals für die Forschung, auf die ich aufmerksam machen möchte. Wie ich anfangs gesagt habe und wie es ja auch schon im Namen steckt, ist das Ziel des Deutschen Zeitungsportals, dass wir alle digitalisierten historischen Zeitungen aus deutschen Bibliotheken, Archiven und so weiter auf einer Plattform zusammenbringen und durchsuchbar machen. Und dabei möchte ich ganz deutlich betonen, dass es sich dabei um ein Fernziel handelt, was man unschwer erkennt, wenn man sich die Zahlen, die dahinter stehen, vergegenwärtigt. Ich glaube, es kann niemand genau sagen, wie viele historische Zeitungen es gegeben hat. Ich habe mehrfach gefunden, dass bis 1944 geschätzt wird, dass es 22.000 unterschiedliche Zeitungen gegeben hat. Bezogen auf die Seitenzahlen habe ich 300 Millionen Seiten gefunden und wiederum die Schätzung, dass davon unter 10% überhaupt erst digitalisiert sind. Wie viele von, und mit digitalisiert meine ich jetzt gescannt, und wie viele von diesen Scans dann wiederum eine OCR-Erfassung haben, dazu habe ich nichts gefunden, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es noch eine kleinere Teilmenge sein wird. Das heißt, die historischen Zeitungen, die überhaupt ins Zeitungsportal aufgenommen werden können, weil sie schon digitalisiert sind, ist eine sehr kleine Menge aller Zeitungen überhaupt. Und dann könnte man ja fragen, gibt es dann im Zeitungsportal wenigstens alle Zeitungen, die schon digitalisiert sind? Das ist natürlich nicht der Fall. Und wer aufgepasst hat, hat vielleicht auch da schon die relevanten Zahlen gehört. Ich habe gesagt, wir starten mit Beständen aus 6 Bibliotheken. Und in der Zeitschriftendatenbank sind aber über 2000 Einrichtungen verzeichnet, die Bestände an Zeitungen haben. Das heißt, da gäbe es also noch ganz viel mehr. Und das ist ja auch quasi das Ziel, dass wir irgendwann mal hinkommen. Aber warum haben wir die am Anfang noch nicht dabei? Ja, das ist einfach so, weil das Einspielen von Zeitungen ins Zeitungsportal leider nicht trivial ist und nicht auf Knopfdruck passieren kann. Warum passiert es nicht auf Knopfdruck? Was muss man beim Einspielen von Daten beachten? Hier ist das große Stichwort Standardisierung. Das betrifft vor allem die Metadaten. Damit die Daten in ein System passen, in ein System wie das Zeitungsportal, müssen sie einen gewissen Grad von Standardisierung erreichen. Es gibt da eine ganze Reihe von Standards. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass Teil des Pilotprojektes zur Zeitungsdigitalisierung oder ein Teilziel war, solche Standards zu setzen. Das heißt, diese Standards kommen zum großen Teil von der DFG. Teilweise kommen sie auch von uns, also vom Zeitungsportal. Und nur wenn Zeitungen diesen Standards genügen, dann passen sie eben bei uns ins System. Grundlegend dabei ist zum Beispiel, dass die Metadaten in einem bestimmten Format vorliegen müssen, dem sogenannten Metz-Mots-Format. Es gibt gewisse Elemente innerhalb dieses Formates, die unbedingt enthalten sein müssen. Wir brauchen zum Beispiel unbedingt ein Tagesdatum pro Ausgabe, denn sonst kann eine Zeitung nicht in unsere Kalenderfunktion einsortiert werden. In den Daten muss außerdem ein ZDB-Identifier vorhanden sein, also eine eindeutige Identifizierung der Zeitung in der Zeitschriftendatenbank, aus der wir auch einige Metadaten beziehen und wo wir keine Verknüpfung herstellen können, wenn wir diesen ZDB-Identifier nicht haben. Wir haben die Vorgabe, dass Volltexte nur im Alto-Format vorliegen dürfen. Und ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen ganzen eigenen Vortrag halten. Es ist auf alle Fälle nicht so einfach, diese Standards dann auch alle zu erfüllen. Neben den Metadaten gelten Standards auch für die technische Verfügbarkeit, zum Beispiel von Schnittstellen. Unsere Datenpartner müssen garantieren können, dass die Zeitungen stabil auf den eigenen Servern liegen und von dort über Schnittstellen abrufbar sind, damit wir überhaupt an die Daten kommen. Und auch was Rechtefragen betrifft, gibt es Standards. Also Rechtefragen müssen überhaupt erstmal geklärt sein und die Einrichtungen müssen über Rechte verfügen, ihre Daten weiterzugeben. Und dann muss auch hier nochmal eine der Standardlizenzen ausgewählt werden, damit wir die Daten einspielen können.
Man sieht also, es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn Zeitungen, Zeitungsdaten überhaupt in Frage kommen sollen, ins Zeitungsportal aufgenommen zu werden. Was es nicht gibt, sind inhaltliche Kriterien. Also wir als Zeitungsportal nehmen keinerlei inhaltliche Auswahl vor. Wir spielen im Prinzip die Daten ein, die so aufbereitet sind oder aufbereitet werden können, dass sie zu unserem Format passen. Das ist einfach sehr wichtig zu wissen, wenn man im Zeitungsportal recherchiert, dass es keine jetzt wie auch immer geartete repräsentative Auswahl ist, was man dort vorfindet. Das alles hat zur Folge, dass wir vor allem die Bestände großer Bibliotheken damit starten werden. Bibliotheken, die einfach über genügend Professionalität verfügen, um ihre Daten standardkonform zu halten. Und viele kleine Einrichtungen, vor allem auch Nicht-Bibliotheken, sind erstmal außen vor gelassen. Ja, und obwohl die Auswahl über die Erfüllung der Standards, also nicht eine inhaltliche Auswahl, sondern über die Standarderfüllung, führt dann natürlich auf der positiven Seite auch für eine gewisse Qualität der Daten im Zeitungsportal sorgt, trifft diese Auswahl über Qualität auch nicht auf alle Bereiche zu. Am wichtigsten zu erwähnen ist hier die Qualität der OCR-Erfassung. Ich bin ja vorhin kurz darauf eingegangen, dass schon seit längerem OCR-Erfassung vorgenommen wird. Und wie viele Techniken ist auch diese Technik über die Zeit immer besser geworden, was ja sehr schön ist. Also hier auf der Folie, die ich von den Stabi-Kollegen und dem OCRD-Projekt bekommen habe, ist dargestellt, wie eine dieselbe Textstelle einmal mit Tesseract und einmal mit dem SBB-Tool OCR erfasst wurde. Und man sieht eben, wie sich die roten markierten Stellen, also die Fehler, reduzieren. Das heißt, da tut sich viel und das wird immer besser, was aber im Umkehrschluss dann leider auch bedeutet, dass die alte OCR, und alt bedeutet in dem Falle noch nicht von so langer Zeit vorher, also vielleicht so von 4, 5 Jahren alt, in der Regel deutlich schlechtere Ergebnisse bringt als ganz aktuelle OCR. Und die Qualität der OCR ist dann wiederum ganz entscheidend für die Ergebnisse der Volltextsuche. Denn wenn der Algorithmus die Buchstaben RN nicht als die zwei Buchstaben RN erkennt, sondern stattdessen ein M in die Volltextdatei schreibt, dann können eben die Wörter mit RN überhaupt nicht gefunden werden. Das ist natürlich auch ganz unabhängig jetzt vom Zeitungsportal bei der Arbeit mit Volltextdokumenten immer im Kopf zu behalten. Nur weil ein Wort nicht gefunden wird, heißt es nicht, dass es nicht im Text steht. Es kann auch sein, dass die OCR-Erfassung einfach fehlerhaft ist. Und bei den Inhalten im Zeitungsportal kann oder wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass die OCR-Qualität einiger Zeitungen ganz exzellent ist und andere Zeitungen aber leider über schlechte OCR verfügen. Man muss sich bei der Arbeit mit dem Deutschen Zeitungsportal also bewusst sein, dass es Einschränkungen gibt. Die Zeitungen, die man findet, sind eine kleine Teilmenge aller digitalisierten Zeitungen, die wiederum eine kleinere Teilmenge überhaupt aller historischen und vielleicht in Druckform verfügbaren Zeitungen darstellen. Es ist keine repräsentative Teilmenge und im Übrigen auch keine stabile Teilmenge, denn sie wird im Normalfall stetig anwachsen. Es kann allerdings auch vorkommen, dass Inhalte wieder zurückgezogen werden. Außerdem muss man die zugrunde liegende OCR im Kopf behalten, die eben sehr unterschiedlicher Qualität sein kann. Die Einschränkungen, von denen ich gerade gesprochen habe, kann man in zwei Kategorien einteilen. Es gibt Aspekte, die können nur bei den Datenpartnern selber behoben werden. Zum Beispiel die Frage, welche Zeitungen, welche Bestände werden überhaupt digitalisiert? Darauf haben wir als Zeitungsportal keinen Einfluss. Das kann nur jede Bibliothek selber entscheiden, die im Übrigen auch meist mit sehr schmalen Budgets auskommen müssen. Und auch die Entscheidung, ob Daten ohne Einschränkungen zur Weiterbearbeitung zur Verfügung gestellt werden, das ist eine Frage, die können nur die Datenpartner selber beeinflussen. Wir als Aggregatoren, als aggregierendes Portal haben da keinen Einfluss drauf. Das ist quasi hier auf der Folie die Schranke, die geschlossen ist. Und dann gibt es aber auch noch die andere Hälfte der Folie, die Schranke, die geöffnet ist. Und das sind die Aspekte, wo wir hoffen, dass sie zumindest teilweise unserem Einfluss unterliegen. Und hier wollen wir versuchen, die Situation zu verbessern. Die Funktionen und Einschränkungen im Zeitungsportal, wie ich sie jetzt gerade vorgestellt habe, beschreiben den aktuellen Zustand. Also so wird es sein, wenn wir im März das Portal launchen.
Aber wie gesagt, wir haben ja außerdem noch eine zweite Projektphase beantragt, über die ich jetzt in meinem letzten Teil noch kurz berichten möchte. Mein letzter Teil des Vortrags, der Ausblick auf die zweite Projektphase. Die Entwicklung des Zeitungsportals, hatte ich auch schon erwähnt, war von vornherein auf 4 Jahre ausgelegt, aufgeteilt auf 2 Projektphasen. Wir stehen aktuell am Ende der ersten Projektphase, die mit dem Launch des Zeitungsportals enden soll. Und wir haben bei der DFG, habe ich auch schon gesagt, einen weiteren Antrag gestellt, dass wir nochmal für 2 Jahre Förderung bekommen. Und wenn wir da die Genehmigung bekommen, dann soll es, was die Rahmenbedingungen betrifft, im Prinzip so weitergehen wie bisher. Wir hätten wieder eine Laufzeit von 24 Monaten, eine Fördersumme von knapp 1 Million Euro und auch die gleichen 4 Projektpartner wie bisher würden weiterarbeiten. Deshalb die de facto fast die identische Folie zu vorhin nochmal. Das ist eine Übersicht über die neuen Arbeitspakete, die wir in dem Antrag definiert haben. Die Arbeitspakete 1 bis 5 sind entweder direkte oder indirekte Fortführungen von Arbeitspaketen in der ersten Projektphase. In den Arbeitspaketen 6 und 9 wollen wir uns neuen Arbeitsbereichen widmen. Und ich werde nicht jedes Arbeitspaket einzeln vorstellen, sondern kurz auf die Arbeitspakete eingehen, bei denen wir uns für die Einschränkungen, von denen ich gerade gesprochen habe, hoffen, dass wir sie teilweise zum Besseren wenden können. Was die Inhalte des Zeitungsportals angeht, wollen wir dafür sorgen, dass wir einfach mehr digitalisierte Zeitungen bekommen. Einerseits wird das mehr oder weniger automatisch laufen, denn bei der Förderung der DFG, bei der aktuellen Förderlinie, gibt es ja neben dem Zeitungsportal auch noch viele Einzelprojekte einfach zur Digitalisierung von Zeitungen. Und da ist quasi dann schon gesetzt, dass sie ins Zeitungsportal kommen werden. Das steht in den Förderbescheiden und die halten sich dann auch eben an die ganzen entsprechenden Standards. Wir wollen in der zweiten Phase aber auch spezifisch Archive in den Blick nehmen und ermöglichen, dass deren Bestände ebenfalls ins Zeitungsportal eingespielt werden können. Hier geht es oft um Sammlungen von lokal wichtigen Zeitungen. Da ist das Problem, dass Archive generell weniger mit standardisierten Daten arbeiten als Bibliotheken. Wenn sie standardisierte Daten haben, liegen die in aller Regel nicht in dem Metz-Mods-Format vor, das für uns eben nötig ist, sondern im sogenannten EAD-Format. Das ist einfach das Metadatenformat, mit dem Archive arbeiten. Das heißt, per se passen die erstmal nicht in unser System. Und hier wollen wir einen Workflow aufbauen, bei dem wahrscheinlich die EAD-Daten in Metz-Mods-Daten umgewandelt werden und dann bei uns eingespielt werden. Wenn uns das gelingt, und da sind wir recht zuversichtlich, weil es ist eine der Kernaufgaben der DDB, sich auch mit den verschiedenen Metadatenformaten auseinanderzusetzen, dann können sich eben in Zukunft auch Archive mit ihren Beständen am Zeitungsportal beteiligen, zumindest solange sie dann wiederum den EAD-Standard einhalten. Auch was die Formate für die Volltexte betrifft, wollen wir weitere Formate ermöglichen. Momentan ist es, wie gesagt, nur möglich, Texte im Alto-Format einzuspielen. Für die zweite Phase sollen auch Volltexte im TEI-Format, das vor allem für Editionen benutzt wird, aber auch für einige Zeitungen dann für den Ingest ins Zeitungsportal ermöglicht werden. Im 9. Arbeitspaket wollen wir dann untersuchen, ob es möglich und ob es sinnvoll ist, Bestände, die ans Zeitungsportal geliefert werden und die keine gute OCR haben, nochmal von uns nachzuarbeiten. Das wäre dann, wie gesagt, ein Service, den wir solchen Bibliotheken anbieten wollen, die kein Geld, keine Zeit, keine Lust haben, sich da um Verbesserungen zu kümmern. Das wäre allerdings jetzt erstmal nur eine Konzepterstellung. Das heißt, wir möchten im Rahmen der zweiten Projektphase testen, ob das klappt. Und falls wir zu dem Schluss kommen, das ist möglich und das ist sinnvoll, dann wäre auch erst ab 2023 in einem größeren Umfang mit einer besseren OCR im Zeitungsportal zu rechnen. Und durch beide Maßnahmen möchten wir aber dafür sorgen, dass mehr Zeitungen auch aus unterschiedlichen Quellen ins Zeitungsportal kommen, die dann zumindest perspektivisch auch eine bessere und eine einheitlichere Volltextqualität haben.
Ja, schließlich möchte ich noch kurz zwei weitere Funktionen erwähnen, die wir uns für die zweite Projektphase vorgenommen haben. Die haben jetzt nichts zu tun mit den bisher besprochenen Einschränkungen, aber sie sind, glaube ich, vor allem für wissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen interessant, weshalb ich sie noch mit aufgenommen habe. Dabei handelt es sich um Korpusbildung und um neue Schnittstellen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass wir im Rahmen des Projektes auch von einer wissenschaftlichen Begleitgruppe aus 14 europäischen Expertinnen beraten werden, mit denen wir die Anforderungen und dann auch die Ergebnisse besprechen. Und aus den Workshops mit dieser wissenschaftlichen Begleitgruppe haben wir die dringende Anforderung mitgenommen, dass es möglich sein muss, im Zeitungsportal eigene Korpora oder eigene Sammlungen anzulegen, damit dann gezielt damit weitergearbeitet werden kann. Das wollen wir, wie gesagt, in der zweiten Phase umsetzen. Dafür soll dann eine Funktion, die momentan schon in der DDB vorhanden ist, meine DDB heißt die, und damit kann man aktuell Favoritenlisten und Suchen speichern. Diese Funktion soll ausgebaut werden, dass man dann als registrierter Nutzer einzelne Zeitungsausgaben speichern, den Korpus beschreiben und dann herunterladen kann. Was die Schnittstellen betrifft, können momentan ja Ausgaben oder einzelne Seiten heruntergeladen werden. Außerdem gibt es, wie gesagt, den Zugriff über die DDB-API. Und in der zweiten Phase sollen diese Möglichkeiten um Zugriffe über standardisierte Schnittstellen für die dezentrale Suche sowie für die Integration in verteilte Präsentationskontexte erweitert werden. Dabei geht es konkret um eine SRU-CQL-Schnittstelle, wahrscheinlich auch über eine OAI-PMH-Schnittstelle, die für die ganze DDB geplant ist und die dann auch dem Zeitungsportal zugutekommen würde. Und was die verteilten Präsentationskontexte angeht, soll die IIIF-Presentation-API ins Zeitungsportal integriert werden. Ja, und damit wäre ich am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, ich konnte darstellen, warum Zeitungen eine so tolle, eine so reichhaltige Quelle sind, deren Benutzung vor der Digitalisierung mit vielen Schwierigkeiten behaftet war. Ich wollte zeigen, dass das Scannen und die OCR-Erfassung eine große Chance für die Forschung darstellt und welche Rolle ein nationales Zeitungsportal zur Bündelung und als zentraler Einstiegspunkt spielen kann. Mit seiner beständeübergreifenden Volltextsuche wird einfach ein neuer Zugang geschaffen, der allerdings dann doch noch gewissen Einschränkungen unterliegt, vor allem was Menge und Qualität der Inhalte betrifft. Von diesen Einschränkungen können wir Teile in einer zweiten Projektphase hoffentlich adressieren und verbessern. Die anderen Teile müssen und werden hoffentlich von der Bibliothekscommunity insgesamt angegangen werden. Ich selber bin sehr gespannt, wie unser Zeitungsportal ankommen wird, wie es dann genutzt wird. Wie erwähnt, ist der Plan, dass wir im März 2021 launchen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder die andere von Ihnen dann auch einmal vorbeischaut und uns gerne auch ein Feedback gibt. Jetzt aber erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen.